Huhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zu meinem Guild Wars 2 Jumping Puzzle Guide zur Fluchgießerei abgedreht. Das Jumping Puzzle existiert zwar eigentlich schon immer im Spiel und man konnte es auch schon immer abschließen, allerdings hatte es nie einen Erfolg gegeben unter den Explorator-Erfolgen. Allerdings mit dem Halloween-Update von 2012 kam dann endlich der Erfolg und darum kommt jetzt hier auch mein Video. Alle wichtigen Informationen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Jumping Puzzle befindet sich ganz im Südosten, fast in der südöstlichsten Ecke des Funkenschwärmersumpfes. Die nächste Wegmarke hier ist Dunkelwitterung. Von hier geht es einfach ein paar Schritte nach Süden hier an meine Position, von wo aus wir starten werden. Als Orientierungspunkt für dieses Jumping Puzzle, dass ihr hier richtig seid, an der richtigen Startposition, könnt ihr hier diese Höhle der Inquestur nehmen. Hier laufen ein paar Inquestur-Golems rum und in der Höhle selbst sind auch ein paar Inquestur-Asura. Bevor ihr das Jumping Puzzle startet, empfehle ich allerdings hier ein paar Sprint-Skills mitzunehmen, also Skills, die euch Eile gewähren und auch wenigstens ein Zustandsentferner, also ein Condition Removal, denn es könnte sein, dass wir hier in diesem Jumping Puzzle anfangen zu brennen und das macht extrem viel Schaden und das sollte man ganz schnell ausmachen können. Sonst müssen wir nichts groß beachten, Kämpfe lassen sich hier größtenteils umgehen, von daher brauchen wir nichts anderes als Schnelligkeit und halt Zustände entfernen. Wir rennen hier also einfach rein in diese Inquestur-Basis und springen jetzt hier über diese Kisten, über den Laser und kommen somit in das Jumping-Puzzle rein. Dort drüben ist das Ende. Diese drei Laserschranken gilt es nun auszumachen, hier in diesem ja sehr verrückt aussehenden Jumping-Puzzle. Ich empfehle hier dann direkt runter zu springen. Hier kann man nicht wirklich drauf laufen und hier ins Wasser zu springen. Von hier aus starten wir also. Passt hier auf diese Schildkröte auf. Das ist eine Champion-Schildkröte. Also nicht nur ein blöder Veteran, sondern eine Champion-Schildkröte. Auf daher müsst ihr da saumäßig aufpassen. Schwimmt also ganz schnell hier durchs Wasser an meine Position. Und hier rauf. Das ist auch übrigens die einzige Möglichkeit, wie ihr aus dem Wasser hier wieder wegkommt. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal runterfallt und im Wasser seid, müsst ihr hier entlang, wo wir jetzt sowieso entlang gehen. Darum machen wir das auch als erstes. So, hier geht's also hoch. Hier sehen wir noch Gegner, an denen auch am besten einfach vorbei. Und dann finden wir hier auf der linken Seite einen Spalt, wo wir rein können. Hier an diesem Ding können wir dann die erste Laserschranke ausmachen. Wir benutzen das einfach mit unserer Benutzen-Taste und dann können wir weiter hier hoch. Und dann geht es jetzt im Prinzip wieder fast zum Anfang des Jumping Puzzles. Wie ihr seht, hier sind wir heute gestartet und sind jetzt da gerade runter ins Wasser gefallen. Jetzt sind wir allerdings eine Stufe höher und machen jetzt von hier aus weiter. Das ist nicht wirklich schwer, man findet auch alles relativ einfach selber. Aber damit ihr nicht suchen müsst, zeige ich euch jetzt hier alles. Es geht jetzt eigentlich einfach nur einmal hier außen rum. Dieser Sprung ist ein bisschen schwieriger, sollte man vielleicht auch Geschwindigkeit anmachen. Dann geht er aber und dann geht es hier hoch. Wir sehen hier überall diese C-förmigen Geräte. Allerdings sind die meisten davon kaputt und nur drei sind ganz. Und das sind die drei, die wir halt aktivieren müssen. So, hier geht es jetzt rüber. Hier auch ein bisschen aufpassen. Hier hängt immer ein bisschen Gestrüpp im Weg. Aber das ist alles eigentlich kein Problem. So. Und dann finden wir hier das zweite Ding zum Aktivieren. Machen wir auch. Jetzt sind schon mal die hinteren beiden Laserschranken aus. Jetzt geht's hier runter. So. Immer aufpassen, dass ihr euch wieder außerhalb des Kampfes befindet, wenn ihr gesprungen seid. Jetzt hier rauf. Man kann übrigens auch von da oben direkt hier rüber springen. Allerdings ist es sicherer, wenn ihr hier diesen Umweg geht, den ich gerade gehe, hier hin. Und dann sind wir hier auch schon fast am Ende. Ihr seht nur noch eine Laserschranke. Dafür müssen wir jetzt weiter hier lang. Hier für diesen Sprung empfehle ich auch einen Geschwindigkeitsbuff. Es reicht nicht, wenn ihr einfach darunter springt, dann kommt ihr nämlich nicht auf diese Plattform drauf, sondern ihr müsst hier diesen Sprung machen. Darum auch hier am besten mit Geschwindigkeit. So. Und dann geht's hier lang und hier rüber. Und dann hier hin. So, jetzt seid ihr erstmal wieder auf so einer Art Checkpoint. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht in dieses Loch fallt, was jetzt hier direkt unter euch ist, wo der Rauch rauskommt, sondern ihr müsst hier rüber springen. Also nicht da reinfallen. So, jetzt nochmal hier hoch an der Seite über diese Schräge. Immer höher und höher und höher. Hier oben wartet dann meistens auch noch ein Gegner auf euch, wie ihr seht, auch ein Veteran. Und hier dann schnell das dritte Ding aktivieren. Jetzt können wir hier auch wieder weg, geht also nach unten. Und jetzt könnt ihr hier auch in diesen Rauch runterspringen. Hier wartet dann meistens noch eine Kiste auf uns, wie ihr seht.
Und jetzt kommen wir an die Stelle, die ich meinte, wo ihr den Zustandsentferner braucht. Denn hier sind überall diese Laserschranken. Die Laserschranken verursachen Brennen und die machen richtig viel Schaden. Das solltet ihr so schnell es geht ausmachen, sobald ihr brennt. Mein Trick hierbei ist immer einfach, so schnell es geht hier durch mit einmal und dann ganz am Ende schnell euren Condition Removal anmachen, damit das Brennen weg ist. Bei mir ist es jetzt noch an, ich habe nämlich keinen mitgenommen, aber dann einfach möglichst schnell hier ins Wasser, schnell den Zustand Brennen entfernen und dann hier durchs Wasser schwimmen. Wir sind jetzt übrigens in einem anderen Wasser als gerade noch, das ist nicht das von gerade, denn es gibt hier zwei so eine Wasserdinger. Man kommt da ein bisschen durcheinander, denn hier gibt es auch eine Champion-Meeresschildkröte drin, das heißt, man kann sich nicht an der orientieren, in welchem Wasser bin ich eigentlich gerade, sondern hier ist auch ein Champion. Aber egal, das stört uns nicht, wir gehen auf jeden Fall hier über diese Schräge wieder aus dem Wasser raus. Wir sind jetzt zum Glück auch nicht weit vom Ziel entfernt, wie ihr seht. Jetzt geht es hier einfach wieder zum Ziel hin. Ich habe es jetzt gerade mal abgekürzt. Und dann kommen wir hier hin. Und sobald wir hier sind, kriegen wir dann auch unseren Erfolg, dass wir das geschafft haben. Und es spawnt noch ein Veteranengegner, den es zu besiegen gilt. Sobald der tot ist, der lässt sich locker übrigens alleine töten, kommt er hier an eure Belohnungskiste und ihr habt das Jumping Puzzle geschafft. Ich verabschiede mich mit diesen Worten und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.